Hallo, wir sind das Wiener Klassik-Ensemble. Franz König, unser Kontrabassist, und meine Wenigkeit, Bernhard Pfaffelmeier, haben dieses Ensemble 1998 gegründet. Wir haben uns da beim Studium auf der Musikhochschule in Wien kennengelernt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir eigentlich groß besetzte Stücke und Werke in kleiner solistischer Form zum Besten geben. Wir werden heute von einer charmanten Sängerin, nämlich Judith Hallers, begleitet. Judith, kannst du uns eine Gesangskostprobe geben? Ja, gerne. Meine Lippen, sie küssen so heiß. Ich freue mich auf... It's Showtime! Unsere nächste Gruppe führt uns musikalisch in eine andere Zeit. Vor allem in unsere Zeit, in die Zeit der Jugend oder vor allem meiner Kindheit zum Beispiel. Mein Lieblingslied, wie ich klein war oder sagen wir mal jung war, war das von Conny und Peter. Simone, du kennst es sicher, das war das, wo sie zusammen im Ruderboot sitzen und dann singen sie, sag mir, was du denkst. Möchtest du das wissen? Du, ich weiß es längst. Meinst du etwa küssen? Tun, als ob nichts wär. Das ist unfair. Wunderbar, wunderbar. Judith, woher? Standing Ovations. Woher kommt deine Liebe zur Operette? Also Oper und Operette ist im Grunde für mich ein Topf, ein Beruf. Und Operette ist genauso schön wie Oper. Das ist aber nicht natürlich nur Hobby für dich, sondern du warst ja auch schon mal in der Wiener Staatsoper zu hören, wie ich übrigens. Ich habe geschrien, lauter. Hoffentlich nicht bei mir. Ich bin ganz weit hinten gesessen. Nein, aber was hast du zum Beispiel dort schon gesungen? Ich habe die Papagena gesungen in der Zauberflöte. Ich habe in Ariadne auf Naxos die Najade gesungen, in Rheingold und Götterdämmerung von Wagner, die Voglinde, verschiedenes. Wie lange spielt ihr in dieser Formation schon zusammen? Einige Jahre. Krieger, wenn man bei der Operette nicht singen müsste, wäre das eigentlich genau dein Fach. Es ist mein Fach. es ist mein Fach. Der Harald, der Seraphin, hat mir auch ein großes Angebot gemacht. Aber ich habe gesagt, geh weg. Nein, ich habe gesagt, ich kann nicht so gut singen wie der Toni, deswegen lass es. Vielen Dank. Also es war eine große Ehre, dass man da heute zuhören darf, muss ich sagen. Es handelt sich heute um eine kleine Finalsendung. Es ist unbeschreiblich, was heute geboten wird. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Dankeschön. Frau Hallers, vielen Dank. Orchester, vielen Dank. Simone, was sagst du zu den küssenden Lippen von Judith?
Nicht nur die Lippen von dir finde ich wunderschön, auch natürlich deine wunderbare Stimme. Du singst ja traumhaft schön und du gehörst einfach in die Oper, ja? Oder Operette, auch dieses Fach liebst du ja. Und ich liebe sowieso die Operettenmelodien, denn für mich sind es irgendwie so die Schlagerhits aus dem vergangenen Jahrhundert und ich höre sie auch immer wieder gern. Auch wenn sie so traumhaft schön vorgetragen werden wie von dir. Nur Positives von unserer Jury. Ja. Jetzt sind wir gespannt auf Toni Polster. Die österreichische Bundesliga wird ja oft als Operettenliga bezeichnet. Das heißt, wir haben hier einen Experten sitzen. Toni, wie war's? Naja, die Bundesliga ist natürlich nicht besser geworden, seitdem ich nicht mehr spiele. Aber sie wäre besser, wenn die Spieler singen würden. Ja, vielleicht können das manche besser, aber in der Operette sind wir nach wie vor Weltmeister. Und das hat sie heute bestätigt. Wen möchten Sie im Finale nochmal sehen? Fangen wir in Feier. Ihr schafft's das mit dem Napalm fürs Finale? Das wird knackig im Finale, wenn es uns wird. Vielleicht auch euer letzter Auftritt im Fernsehen. Was singt ihr uns im Finale? Shut up! Listen to me! I better get a mojo! 1, 2, 3! Ich dachte, das haben wir gerade gehört, aber wie auch immer. Hetti Wati, was macht ihr im Finale, das mit dem Motorsägen? Naja, oder mit brennenden Fackeln auf brennendem Seil. Das würde ich gerne sehen. Und von dir hätte ich noch gerne mal diesen Beat gehört. Der Mann hat noch viele Laute für Sie vorbereitet, wenn Sie ihn im Finale sehen möchten. Was heißt, rufen Sie für mich an auf Spanisch? Llámame por teléfono. Also für alle spanischen Fans. So, und da du schwieriger aufzutreiben warst als George Michael persönlich, sag mir schnell deine Telefonnummer. Hast du mich jetzt schnell gefragt? Wir finden dich. Judith, mit welcher Operette würdest du uns im Finale begeistern? Vielleicht Wiener Blut, Wiener Blut. Wenn das ihr Blut zur Wallung bringt, dann rufen Sie an 090 10 50 3x die 3 und dann die jeweilige Endziffer Ihres Favoriten. Sie müssen sich entscheiden. Das Ergebnis werden wir in der nächsten Sendung erfahren. Und unsere Jury muss sich jetzt entscheiden. Wie war es denn für euch heute? Sehr, sehr schwierig. Wir hatten ja auch 7 Kandidaten. Gregor? Ja, eben. Ich sage, ein kleines Finale. Es war unbeschreiblich. Also es ist eine Riesenleistung und natürlich diese verschiedenen Genres. Ich habe mich quasi entzogen. Eigentlich hat die Simone entschieden. Nein, das stimmt nicht. Das sagt er jedes Mal. Das ist nicht wahr. Ja, das kann ich bestätigen. Ehrlich, die Simone ist schuld. Also wer nicht gewinnt, wer bitte jetzt, bei der also Simone. Nicht, das schwer, tut mir leid. Simone, was muss man können? Was muss man können, damit du sagst, ich möchte den oder die Kandidatin wieder im Finale sehen? Ja, einfach irgendwas Außergewöhnliches. Ich meine, wir haben ja immer gesagt, also es ist so schwierig, weil jeder, der daherkommt, der lebt einfach seinen Traum. Und heute, alle, die hier waren, haben es großartig gemacht. Also es war wirklich schwierig. Aber ich muss jetzt trotzdem das Kuvert geben. Umso gespannter sind wir auf den Jury-Sieger der heutigen Sendung. Judith Hallas und das Wiener Klassik-Ensemble. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch! Was werden wir jetzt noch mal hören? Sing's noch mal an. Das müssen wir noch geheim halten. Vielleicht Gräfin Maritza. So viele im Finale, wie ist die Freude? Groß! Ein klassischer Beitrag, also auf jeden Fall im Finale. Sollte jetzt Ihr Favorit nicht dabei sein, keine Sorge. Sie haben, wie gesagt, immer noch die Möglichkeit, bis Freitag anzurufen und Ihren Favoriten ins Finale zu wählen. Die Nummer 090 10 50, 3x die 3 und die jeweilige Endziffer Ihres Favoriten. Bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank beim Publikum hier im Studio. Herzlichen Dank an unsere Experten in der Jury, an unsere Künstler heute. Lassen Sie sich gut gehen und seien Sie auch nächste Woche wieder dabei hier, wenn es heißt, it's Showtime!